Hi und willkommen zu meinem Freitagsvideo. Ja, dieser Moment, wenn du dir dein eigenes Thema stiehlst und dir dann doch nochmal eins einfällt. Ja, ich habe zurzeit Elektronikfrust. Ja, ich bin Elektronik gefrustet. Ich bin ja jemand, ich liebe Elektronik über alles. Also, wenn man mir eine Freude macht, also für mich so ein Traumbouquet besteht aus Festplatten oder aus Batterien. Also wenn man mir einen schönen Blumenstrauß schenken will, schenkt mir ein paar Batterien an. Dann freue ich mich. Das ist für mich der schönste Blumenstrauß der Welt. Und ja, aber im Moment bin ich wie Elektronik gefrustet. Und zwar richtig. Und ich habe keine Lust mehr, wirklich. Also diese ganzen Neuerungen, die alles nur noch kaputter machen, wo das Gefühl, du hast das Gefühl, die Elektronik hält nicht mal mehr für 5 Tage. Und dann bin ich gefrustet gewesen. Und dann ist mir vor allem auch klar geworden, jetzt wo das Internet gerade so spinnt, durch diese ganze Überlastung vom Netz und allem, dass ich nicht wüsste, was ich mit mir anfangen soll, wenn die Elektronik nicht da wäre. Und so habe ich angefangen, mal neu zu überlegen. Und ja, ich habe jetzt tatsächlich etwas gefunden. Ich möchte mich wieder mehr auf meine anderen Hobbys also mit meinen anderen Hobbys beschäftigen, spezialisieren und mich da reinzuarbeiten. Und ja, ich fange jetzt mal erstmal an mit dem Kochen und ich bin gerade so verrückt auf Kochvideos. Vor allem so Kerner kocht, Lanz kocht, Kerners Küche, Lafer und wie heißt der andere? Ich glaube Schubeck. Mama, hilf mir mal. Ja, oder eben solche Sachen oder Küchenschlacht und so Zeug. Ich gucke das gerade so unglaublich gerne an und fühle mich auch gerade so in so vielen Dingen inspiriert. Ich würde, also ganz ehrlich, wenn ich jetzt anfangen könnte, alles, was ich gerade so an Inspiration hätte, zu kochen, dann würde meine Familie spätestens in einer Woche aussehen wie Elefanten. Das Schöne ist, das könnte tatsächlich passieren, weil wenn man zu doll zunimmt, dann werden ja die Blutgefäße zu klein und dann läuft man leicht blau an. Das würde echt funktionieren. Entschuldigung, das war jetzt gerade nur so. Ich habe nur gerade so überlegt, ob das wirklich gehen könnte. Ja, geht. Ja, und im Sommerhalbjahr möchte ich mir ein Hochbeet zulegen, also um mir eigenes Gemüse zu ziehen. Und ein bisschen Kräuter und sowas. Ich bin da voll gespannt, ob das funktioniert und wie das geht und so. Also ich habe auch schon so ein paar Sachen, die ich gerne auf jeden Fall pflanzen möchte. Das sind Karotten und Tomaten, Basilikum, Petersilie, Melisse, Salbei, Schnittlauch eher nicht, weil Schnittlauch mag ich nicht so. Hatte ich schon. Aber vielleicht ein Kerbel. Oh, wie heißt dieses Zeug, das ein bisschen wie Lakritze schmeckt? Koriander. Weil den möchte ich auf jeden Fall mal probieren. Und wie geht es besser, als wenn man sich selbst einen Koriander züchtet? Basilikum. Ich weiß nicht, ob ich den schon hatte. Aber ja, ich möchte mich mehr auf das Thema Essen fokussieren. Sprach die leicht korpulente Elena. Ich will mich mehr aufs Essen konzentrieren. Aber ich meine jetzt nicht im Sinne von, ich will mehr essen. Ich möchte nachhaltiger essen. Ich möchte für mich gesünder und auch vor allem ausgewogener essen. Paprika. Und so Feldsalat und sowas. Ich möchte für mich mehr herausfinden über wo kommt Essen her, was kann man einpflanzen, was kann man nicht selber pflanzen. Und ja, und das möchte ich so für mich einfach neu erforschen. Und ich möchte weniger an einem Gerät sitzen und tun. Ich möchte wieder mehr mit meinen Händen tun. Ich habe jetzt auch meinen Eltern zu unserem Jahrestag einen wunderschönen Teppich geklöppelt, den meine Mutter total schön findet. Mein Vater hat leider noch nicht zu Gesicht bekommen, aber das wird er auch noch. Und ich stricke auch gerade wieder an meinem Never-Ending-Schal weiter.
Eine lustige Geschichte. Ich habe vor vielen Jahren einen Schal angefangen zu stricken und immer mal wieder stricke ich da einfach weiter. Und jetzt ist mal wieder so wieder mal Zeit gewesen und jetzt stricke ich auch wieder an meinem Schal weiter. Und ja, ich möchte einfach wieder mehr tun. Ich möchte, weil ich merke, dass mir die elektronische Welt gerade nichts mehr gibt. Und ich weiß, vielleicht kommt auch wieder irgendwann der Zeitpunkt, wenn zum Beispiel der Streit mit Apple vorbei ist, dass ich dann wieder mehr Elektronikinteresse habe. Aber im Moment ist die einzigen Sachen elektronisch, an denen ich interessiert bin, ein Kühlschrank, ein größerer Kühlschrank, damit ich, wenn ich dann Zeug mache, dass ich es auch lagern kann ein bisschen besser. Und eben zum Beispiel sind noch einen Herd, einen besseren, weil unserer, der ist gut, aber ich hätte gerne noch einen mit einer Dörrfunktion oder einer Dampfgarfunktion. Und das sind so die Sachen, an denen mich gerade interessiert, elektronisch, aber eben nicht, weil mich die Elektronik interessiert, sondern weil es mich interessiert, weil ich mich damit mehr auf auf mein momentanes Hobby, das Kochen, fokussieren kann. Und ich habe auch schon angefangen, indem ich mir zum Beispiel ein Fleur de Sel gekauft habe. Das ist lustigerweise geschrieben, nicht, es wird anders gesprochen als geschrieben. Das wird nämlich wie mein Flor, also ein Fleur de Sel eigentlich. Witzigerweise. Und das ist total lustig, weil es geschrieben wird wie mein Kanalname. Das hat meine Mama und Deckname beide herzlich lachen müssen. Ich habe mir auch Salzkristalle gerade bestellt, einfach weil es ein anderes Salzgeschmäckchen gibt. Und ja, und jetzt experimentiere ich und ich freue mich da gerade total und ich gehe darin auch gerade total auf. Im doppeldeutigen Sinne. Das ist schön und ich wollte einfach mit euch das teilen und euch sagen, manchmal kann es auch nicht schaden, man sollte sich mehrere Hobbys zulegen und dann, wenn eins einen total gerade nervt, kann man sich dann einfach auf ein anderes fokussieren und das gibt einem dann auch wieder so einen Auftrieb und auch wieder so eine Freude und ja, das mache ich jetzt gerade. Ja, das war alles, was ich euch erzählen kann. Und schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr das auch so kennt, ob ihr auch schon mal einfach von einem Hobby zum anderen gewechselt habt und dann irgendwann seid ihr halt wieder zurück und so weiter. Ihr könnt mir das gerne alles erzählen. Ihr könnt mir gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.rietemeyeroutlook.com. Ich wünsche euch jetzt noch ein wunderschönes Wochenende. Wir sehen uns wieder. Bis bald. Tschüss.